Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Bekannt als Indiana Jones der Abenteurer oder Justus der Abenteurer oder Captain America. Und das ist Kumpel Sebastian Benz. Und wir sind heute nach dem Schwimmbad von Nikova, Bern, Schwarzmann, haben wir uns getroffen, sind mit dem Auto hergefahren zu der Burgrinne in Aub. Den Namen fällt mir jetzt momentan nicht ein. Mein Energielevel ist schon von Schwimmbad runter. Hab was getrunken, also ein Red Bull oder so ähnliches. Energietrink was gegessen, dass ich ein bisschen Energie habe. Darum ist auch eher gefahren, weil ich zum Fahren, zu der Strecke nicht mehr so fit fühle. Und er ist jetzt mal hier mehr rumgeklettert auf der Burg, weil von mir Angst hatte. Hab schon gemerkt, warum geklettert, dass du ein bisschen Energieverlust hast, dass du plötzlich so ruhig so und dann push. Und dann so, das ist wie bei Street Fighter oder Tekken 3. Wenn jemand getroffen wird, dann geht der Energielevel so. Ja, genau. Aber er lädt sich wieder auf dann. Ja. Ne? Also, genau. Und wir stehen hier ja vor diesem Wehrturm, Bergfried. Der ist leider geschlossen, aber innen drin ist ein Geländer. Buchgrüne. Wie heißt die Burg? Ich guck mal kurz schnell nach. Da habe ich noch Reichelsberg. Ja, da habe ich doch Burg Reichelsberg. Ja. Staatlich geschütztes Kulturdenkmal. So, wenn ihr merkt, mein Gespräch ist auch ein bisschen Stimme ist dann runter. Es ist am Ende des Limits. Jetzt muss mich wieder aufladen mit Strom. Genau. Quatsch. Wir sind hier auf paranormale paranormale Aktivität. Nein, Ermittlung, oder wie nennt man sowas eigentlich? Kann man auch Ermittlung nennen. Wie nennt man sowas eigentlich? Man kann auch Geister. Sagen, Ghost Hunter. Paranormale Aktivitäten, ja, so heißt es, also ja. Paranormale Ermittlungen. Genau. Hört es, habe ich gesagt, paranormale Ermittlungen starten wir jetzt. Weil er sagte mir, er hat ein komisches Gefühl bei einer letzten Aufnahme. Also nicht denken, ne, dass irgendwie, es ist halt so, ihr habt es vielleicht auch, wenn ihr irgendwo Negativität spürt oder so, oder wenn euch was runterzieht irgendwie, dann ist es so, dass irgendwie Aktivitäten bei euch sind. Und ich denke mal, jedem von uns geht es mal so, wir haben einen schlechten Tag, mal einen guten Tag, man weiß nie, womit das zusammenhängt. Und was es damit zu tun hat. Und wir sind jetzt hier. Und weil die Burgrinne hat hinten ist 1,8 Kilometer entfernt, weil da ein Bach oder fließt oder sowas, ist da eine Tollschmiede mit so einer Sage mit Teufel und solche bösen Sagen. Und hier hat auch noch die Burg zu tun, deswegen ist es mir hier auch, kann das sein, nicht umsonst ist dieser Turm abgestellt, oder? Hätte ich auch aufmachen können. Ja, du weißt nicht, ob er innen drin auch puffig ist. Nein, innen drin ist alles okay. Das ist eine Metallwand, eine Metalltreppe. Okay. Kannst du denn den Grund erklären, warum man nicht hochgehen kann? Das ist ein Fragezeichen. Das ist ein Fragezeichen, ne? Ja. Was sie nicht wollen, aus irgendwelchen Gründen. Nicht sicher. Die Gesinnung, das ist eine Metalltreppe, die ist so in Ordnung. Warst du schon mal drin? Man kann reingucken. Okay, aber vielleicht ist sie nicht in Ordnung. Oder ein Statiker hat es irgendwie festgestellt, dass sie einstürzen könnte. Es hat seine Gründe haben, warum es zu hat, ne? Ja, vielleicht ist das passiert, keine Ahnung. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Ja, jedenfalls ist es so. Und es wird jetzt ganz und dunkler. Abenddämmerung, 21 Uhr. Es war heute heiß. Und ja. Also sagen, hier hat sich schon eine düstere Aura. Also letztes Mal, wo ich hier gedreht habe, da bin ich da unten irgendwo, wo das der Keller 1 ist, wo er gerade hochgeklettert ist und ich auch. Bin ich runtergesprungen, also irgendwas, und hab mich einmal an den Füße gezogen. Stimmt, das war das eine Video, ja? Ja, genau, und dann mein Startvideo, wo ich in der Brücke die Kamera gestellt habe, da hat immer sowas, irgendwas die Kamera gestört. Ja. Und jetzt momentan sind wir eigentlich auch über der Zeit für Burgruinen, weil man sagt immer wieder, nachts gehört es den Geistern und tagsüber kann der Mensch vorbeikommen.
Oder wissen die Geister? Ist eine Sage. Ja? Oder wissen jetzt die Geister? Oder wissen die? Das sind die, die nennen uns die Geister. Hunter. Oh. Geister. Justus und Sebastian. Ghostbusters. Yeah. Justus und Sebastian. Von Würzburg, die Ghostbusters. Genau. Unser Ghostbusters Auto steht unten. Yo. Ghostbusters. Vielleicht kommt Erik Hansen, der Gongler. Vom Film Gongler 1 und 2. Oh, schlimm. Der Junge, der ist schlimm. Ich weiß, wer gespielt hat. Ja. Daro Stankiewicz hat den Kreisen aus Hamburg. Und von dem habe ich gehört, da weiß ich auch, dass dem sein Vater ein BMW hat. 318 IS als Rennfahrzeug. Und das ist der Frau Hoppelwesen nach. Habe ich damals gehört. Und der Schwester, Julia Stankiewicz, die ist 2 Jahre älter zu der. Also es ist kein Junge mehr, der ist schon erwachsen. Und der Schwester auch erwachsen und war älter. Aber cool, ja. Nett. Habe ich auch sowas erfahren. Gut, und ja. Ich denke mal, hier gibt es keine Gonge und keine Geister schon, oder was? Wir machen jetzt eine Ermittlung. Alles, was ihr sehen könnt, hören könnt, was wir nicht sehen können und hören könnt, könnt ihr jetzt mit der Kamera. Ich tue alles verstärken wieder und lasst auch keine Indiana Jones Musik laufen, sonst nur am Bilder wieder am Ende, weil dass ihr alles selber hören könnt und sehen könnt, wie es die Kamera es drin gibt. Weil diese Profis sagen immer, mit unserem Auge und unseren Ohren können wir sowas nicht hören oder sehen, aber Kameras können das sehen. Genau. Deswegen gibt es heutzutage viele Geistaufnahmen, weil überall Überwachungskameras gibt es, Überwachungskameras, und da gibt es viele. Und die können auch TLC sehen, am Freitag ab 20:15 Uhr, da zeigen sie euch diese Aufnahmen von Kameras. Und die Leute laden sogar einfach ihre Videos hoch auf TikTok und sonst was und zeigen ihre paranormale Erlebnisse und kriegen da auch Aufrufe. Da hat sogar ein Besitzer hat aufgenommen, die Kamera bei sich zu Hause. Dass ihr verstorbene Katze willkommen ist. Das war eine schwarze Katze, die hat sich da einfach fast gesehen in der Kamera. Hast du wie beim Film Friedhof der Kunst? Ja, die schwarze Katze ist einfach auf dem Platz gewesen. Ja. Hast du von der Kamera richtig gesehen? Und die ist gestorben. Das war ihr Platz gewesen. Das ist schon heftig, ne? Das haben sie immer so. Welche Kameras nehmen auch so die Geister und so Bälle auf in der Geisterkünste Giebel oder. Also es ist schon oft genug bewiesen worden, dass Geister gibt. Also die Kameras aufgehört. Früher hat das nicht so gewesen, weil früher gab es nicht so Handys wie heute. Heute gibt es Handys, Kameras. Heute werden sie eingefangen in Kameras. Und auf in der Plattform YouTube, Instagram, TikTok und sonst was noch gibt es hochgeladen. Und später auf TLC wird es gezeigt an Sondersendungen um 20:15 Uhr Mystery. Ja, jo. Gut. Perfekt. Lass uns diese paranormale Ermittlungen. Aber wisst ihr was? Das ist ein Zungenbrecher, wenn man sagt paranormale Aktivitäten und dann hast du Panorama. Jetzt macht ihr mal Panorama und dann macht ihr paranormale Aktivitäten. Also für mich ist schon schwer, da ich schon meine Energie fast zu Ende ist. Ja. Ist es extrem schwer zu reden, ordentlich und deutlich und laut. Und das nehmen wir dem Justus ja gar nicht übel, oder? Ja. Niemand ist perfekt, ich auch nicht. Und kein Mensch ist perfekt. Ich nicht, du nicht, kein Mensch. Sonst werden wir Superman. So schaut es nämlich aus. Wir sind alle Menschen. Ach ja, und ich habe ja letztes Mal hier gesehen, zwei Leute, die einen Schwertkampf gemacht haben. Hier, ne? Ja. Ja. Und dann habe ich sogar gesagt, wenn der Waffen braucht, Rüstung braucht, geht nach Rotenburg, kommt das Haus zu der Waffenkammer. Da gibt's alles. Wir haben alles, das stimmt. Genau. Ja. Haben gesagt, cool. Haben sich gewusst. Und da vorne ist der Brunnen. Und die Buchrinne hat ja noch zwei schöne Keller. Eins ist hier, eins ist vorne. Kann man rumklettern. Du kannst sogar noch im Graben aus rumlaufen. Im Graben, im Außengraben und über den Graben. Man hat hier. An der Burgseite hier außenrum haben sie ein Laufen außen gemacht, dann einen Graben was gemacht, dass er laufen kann und noch über den Graben, die außenrum laufen kann. Und dann ist sogar ein Zwischenspot mit einer Donnerfigur, Freilichtfigur, habe ich in Erinnerung gehabt. Und ich habe schon mit einer extra hier oben und habe es erstmal zu der Burg gesagt und der hat es auch gefallen. Und hat gesagt, jetzt mir weiter erzählt und dann gesagt, irgendwo schon hin, oder? Ja. Und von da vorne hast du auch jetzt was. Und da hat sich was im Platz versteckt. Da vorne. Okay. Und hier auch. Jetzt hast du das gekriegt. Aber was ich einstellen kann, hier habe ich keine Angst. Weil wenn es so ein Ort ist, wie böse Magie herrscht, wo wir nicht sehen können, ist auch alles still. Kein Grashüpfer, keine Tiere. Still, Leute. Hm.
Jo, jetzt wird's langsam spannend. Bleiben Sie dran. Es wird gruselig. Versprechen wir euch. Denken wir, hoffentlich. Vielleicht sehen wir die überleben. Du meinst, den Urlaub nicht überleben, ne? Ja. Was soll ein bisschen kommen? Denkst du, da kommt jetzt einer und sagt, ey, raus, wo mein Grundstück? Verpisst euch, sonst ruft die Polizei, oder? Ach, ich glaube, da unten. Ach, da unten war so ein Fischweiher. Also da unten Angler, die haben so einen Verein oder sowas. Und da vorne ist ein halber Mond. Es kommt mir so vor, wenn da vorne Mond noch zum Angel rauskommt. Der ist auch nicht der Film. Ja, mit dem. Ja. Das haben wir doch immer am Anfang, ne? Von dem Film. Ja. Jo, okay. Dann fangen wir die Ermittlung an. Hol den Geistdetektor raus. Wo ist diese Blaster raus? Unser geistiger Ausrüstung von den Ghostbusters. Dann tun wir die einsammeln hier. Ja. Ja, aber die Geistige haben so ein Gerät drauf. Damit können sie die Temperatur messen und einen Sprecher sprechen und sonst was. Keine Ahnung. Ja. Also, wenn hier Geister gibt und sonst was, habt ihr die Möglichkeit zu reden durch diese Kamera und sehen. Müsst einfach in die Kamera, wenn ich drauf bin, einfach reinwinken. Es gilt für jeden, Sterblichen und Nichtsterblichen, dafür, dass sich in die Kamera sich verwirklichen. Einfach rein in die Kamera. Nee, können wir vielleicht erst nicht sehen, aber vielleicht können die Zuschauer es sehen und hören. Keine Ahnung. Genau. Wir lernen es reden. Und wir sind nur im Guten hier, denn wir machen nur eine schöne Aufnahme von dieser Burg. Diesmal Abend. Da kann ja jeder sehen, wie es toll ist und herkommen. Ich sag nur eins allen Zuschauern da draußen, wenn ihr herkommt, macht keinen Müll, macht keinen Dreck, fährt niemanden, zerstört nichts. Genau, und nehmt euer Dreck wieder mit nach Hause. Wie gesagt, die Geschichte könnt uns allen, auch anderen, lasst die Geschichte so da, wie sie ist. Jeder kann die Geschichte selber leben. Und wir gehen auf eigene Gefahr, denn hier kann man man kann schön Spaß haben klettern, aber kann man sich auch verletzen. Und den Müll bitte, das sind Abfallmer, einen zeitlichen, nicht hier lassen, weil das soll ja nicht verschmutzt werden, die Burg. Genau. Und wollt auch keinen verärgern, nicht die Geister, nicht die Puppenzimmer und nicht das Dorf. Und nicht die anderen Touristen. Jetzt denn das gehört. Das gehört uns allen. Die Geschichte gehört uns allen. Gell? So schaut's aus. Justus oben aus. Wir waren. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr bitte liken, Daumen hoch machen, meinen YouTube-Kanal aktivieren, die Glocke und abonnieren, ja klar, aktivieren, Glocke und so weiter. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist, meinen YouTube-Kanal, Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Oder gibt auf Google Suche, YouTube Suche den Namen ein, Justus König oder Justus unterwegs, da findet alle meine Videos unter meinem Kanal, Justus. Ja, und, ja, du Indiana hast Jones. Es jetzt. Ja, ja, und dann auf Instagram hat er Möglichkeit, mich zu erreichen. Ja, da schon der Abenteurer und dann auf TikTok Justus der Abenteurer 13 und dann ihn auch noch auf Instagram. Genau. Kommt rüber, lasst ein Like da. Wie heißt du? Ach ja, stimmt, ich heiße Servus Sturm. Ja. Kommt rüber und lasst ein Like da. Ich würde mich freuen, wenn ihr es aber auch abonnieren würdet. Ja? Justus aber auch Film ab. Es motiviert uns. Und jetzt sind wir am Action. Jo. Lass uns die Geister bringen. So. Wir laufen einfach da rein.
da muss da hinten sein. Immer da hinten. In der Richtung, wo der Wald ist da hinten. Ja. Weil das wäre wie Schotterbett jetzt. Ist aber weit, ne? Müssen wir wieder zurück alles. Wir haben 23.30 Uhr wieder da hinten, ne? Müssen wir einfach die gerade ausgelaufen, die Abkürzung wahrscheinlich hier. Geht ja aus dem Norden. Weil ich glaube, das ist alles Schotterweg. Ja. Und da kannst du bis da vorne fahren, also der Schotterweg geht bis ja, da vorne. Aber schau mal, das wird in der Mitte immer höher. Ja, das war nicht ja, deswegen kann man auch das Auto stellen lassen und direkt runterlaufen, da den Weg. Wo du runterziehen hast. Der Weg runter, da einfach laufen können. Grüne. Eins kann auch kein Räder. Jetzt sind wir 1,8 km entfernt. Wenn du jetzt hier laufen willst. Grüne noch. Ich rechne mir gerade einen Fußmarsch aus. Auch jetzt habe ich ein Auto, einen Blick wieder aufs Auto. Ja. Da ist ein Stein, eine Bebauung, eine Brücke hier. Da ist so, lass uns die paranormale anfangen. Paranormal. Paranormale Aktivitäten. Ja, also die Scheiße. Paranormal. Ja, paranormal Aktivität überprüfen. Lass uns die paranormale Aktivität überprüfen. Auf den Spaß haben! Urbrille. Ich glaube, ich habe zu viel Energie verbraucht im Schwimmbad. Oh. Platz für Erwachsene. Ja. Und da haben sie was gemacht. Ja. Ich habe gerade was gehört. Hä? So. Hey. Ja.
Sind wir hier alleine? Oder ist jemand was anwesend hier? Wenn was anwesend ist, dann mach dich jetzt bitte bemerkbar durch Klopfen. Okay, danke dir. Und? Ich habe aus der Richtung ein Klopfen gehört. Hier drüben. Du hast da was hingeschmissen. Ich soll doch antworten. So, ich gehe jetzt mal dahinter, weil da hinten habe ich was gehört. So. Und was hast du gehört? Hier auf der Seite. Jo. Wenn du hierher kommst, merkst du, wenn du hierher schaust, gruselig. Ja. Grusel. Herkommen, Justus. Okay, komm her. So. Achso, nee, du kannst nicht, dann bleib da nicht, dass was passiert. Meine Akku ist fast, ist nicht so gerade so. Bleib, dass dir nichts passiert. Deswegen bin ich also vorsichtiger. Hab vielleicht Red Bull, hab ich so, das von den Chicken getrunken, Energy Drink, aber. Ah, ich kann andersrum kommen. Also ich kann von der anderen Seite kommen. Jetzt ein Trick. Oder so was ähnliches. Hast du was gesehen hier? Hier ist es auf jeden Fall komisch. Oh Gott. Dann nimm die Kamera einfach. Meine Energie ist fast verbraucht. Von der Kamera? Nee, meine Energie. Vom Schwimmbad. Deswegen ist das nicht so gerade wettermäßig. Ich weiß auch, was passiert, wenn ich stirbt und das Gleichgewicht verliere. Schaut mal in der dunkle Wald hier. Hat schon was Mystisches, Freunde. Ich komme nochmal rein, darüber rein. Und wieder ein Appell an euch. Nur weil ich das jetzt mache, heißt es nicht, dass ihr das nachmacht, gell? Jo. So. Und ich finde heute mich nicht in der Lage. Da unten ist der Justus. Ja. Und ich mache. Energie ist ziemlich verbraucht durch den Schwimmbad. Und wenn ich jetzt hochklettern würde, kann es sein, dass du plötzlich mal ein Gleichgewicht verlierst. Ja, durch den Energie verloren. Das okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hinter zum Burgfried. Oder Wehrturm, ne? Was hört sich besser an, Wehrturm oder Burgfried? Für dich. Oder allgemein, ja, ich finde. Alles ist gleich, aber Wehrturm. Wehrturm hört sich ein bisschen besser, ne? Ja. Burgfried hört sich irgendwie komisch an. Nicht interessant, aber Wehrturm. So. Jetzt hier mal runter hier. Normalerweise könnte ich hier auch gerne, aber mein Energielevel ist ziemlich runter. Da habe ich schon gemerkt beim Klettern, auch Obacht geben. Da muss Obacht geben. Dunkler Keller. Ja. Kalt. Ich habe Lampe dabei. In der Tasche. So. So. Da haben wir das Stadtbild gemacht. Und jetzt war unser Rundlauf. So. Eine Lampe habe ich immer dabei. Bin ein Zauberer.
Oh, da ist was. Ah, da ist was gemalt am Boden. Das ist neu. Das schaut aus, wie eine Figur fallen wird, oder? Ja. Was ist das? Was soll das darstellen? Kinder. Ja. Kennst du das? Das ist Wachs. Das schaut aus, wie wenn einer auf dem Boden ist und fällt los. Ja. Es ist hier angekreist. Wie die Ecke angekreist ist. Warum das? Schon cool, ne? Wie als wenn du da nicht hingehen sollst. Wie als wenn ab hier, ne? Nicht da hingehen sollst. Ja, aber es sah doch komisch aus. Und der Rückenböller. Schon komisch. Mit Wachs? Warum? Fragen über Fragen. Das ist neu. Das ist echt neu. Hast du schon sowas gesehen? Kennst du mit sowas aus? Nö. Ich kenne mich leider nicht damit aus, aber ich kann es schon gut, ne? Wenn du so... Merkst du etwas? Eine Düstere Aura, sonst was? Merkst du auch was? Ich merke nichts. Du merkst nichts, okay. Michael, haben das Talent, das können es merken, Michael nicht. Da merkst du was? Kälte halt, aber ich denke mal, das kommt von dem Keller hier. Ne, ich meine ein negatives Gefühl, weil das hier so gemalt ist. Das ich jetzt überhaupt nicht. Also wenn hier was ist, könnte hier... Ja. Kamera, Star, Action. Weil das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Ja. Wachs, so außen rum. Komisch, ja. Und haben sie aus Party gefeiert? Und warum hier, guck, eine Linie mit so Striche. Ja. Nur auf der Innenseite. Sehr merkwürdig. So was habe ich noch nie gesehen. Luchzig, oder? Es wird wieder, dass wir gehen. Okay. Dass wir wieder verschwinden. Hier sind die gleichen Mächte wie an der Henneburg. Ja. Hm. Kaugummi. Ja. Jetzt kommt Henneburg 2 oder was? Was ist? Und da ist auch Keller 2. Da könnte man meinen, da ist was drauf gemacht, oder? Ja. Kannst du was erkennen? Da drauf. Es kann doch nicht sein, dass es so abgenutzt wird, oder? Also hier könnte ich eine 8 erkennen. Da ist ein 8. Ja. Und da ein 8. Ich habe keine Ahnung, 8, 8, 8, oder? Schaut aus wie so ein Endlichzeichen. Ja. Gut. Und hier liegt viel Glitzer. Hier hat nur ein Party gefeuert. Und hier liegt Stroh. Und Mais. Was ist das? Das war zugemauert? Ja. Cool. Hier ist ein Stroh. Was ist denn hier los gewesen? Dorfjugend. Haben vielleicht gefeiert oder so. Oder am Tag. Wie lange ist es denn da? Hä? Wo? Wie lange ist es geblieben draußen rum? Naja, aber wir haben jetzt keine Nacht, keine Winterzeit. Und merkst du hier was, irgendwas? Kalt, weil es ein Keller ist, ne? Nein, merkst du irgendwas Mächtiges oder was Böses? Merkst du was? Ich merk gar nichts. Ich hab keinen Tablet, ich kann sowas nicht fühlen. Sorry. Ich kann sowas nicht fühlen, da ist sogar noch ein Bonbon. Da liegt sogar noch ein Bonbon. Fertig. Lustig. Und ich habe das Talent, kann das fühlen?
Das nennt man dann so Seher? Ne, wie heißen die Leute? Die können das so sehen. Medium, Medium. Ja. Die können es. Wenn die das sowas hinkönnen, die Medien, habe ich gesehen, die Profis, die wollen gar nicht wissen, woraus. Ich fahre einfach. Weiter, oder? Hä? Willst du hier übernachten? Ja, ich will hier einziehen, ich mache hier sogar dann ein Ding drauf und dann ziehe ich hier ein. Mache mir einen Teppich hin, da mache ich hier Toilette hin. Oh, guck mal hier, das ist echt auch ein Mieter. Man kann sich einfach hier so hier in Toilette siehst du hier mit Steinen sich so hier Figuren ausmalen und sowas. Ja. So Gesichter oder was? Ja. Und das sind wir jetzt oberhalb der Burg. So. Der Wehrturm, ne? Ja. Oh, Spider-Man. Oh, da ist Spider-Man. Fette Spinne, ey. Spider-Man. Halt mal Licht drauf, Justus, bitte. Ha? Auf die Spinne. Gut. Das sieht man selber. Okay, da kam jetzt denn, sonst ist so gestopft. Da drin ist ein, ja, guck, das ist ein, ja. Das Ding ist stabil. Die Treppe ist neu, schaut auch neu aus. Ja, aber ist ja zu. Ja. Brauchst wahrscheinlich so einen Schlüssel. Aus irgendeinem Grund, ne? Wo ist die Spinne jetzt? Wo ist die Spinne? Ich glaube, du hast die jetzt auf deinen Kopf. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich sehe sie nicht mehr. Da ist sie. Ist sie da? Ja, die ist da. Okay. Noch kurz. Ich habe die gar nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, weil die hat sie versteckt. Da ist sie. Ja, jetzt ein bisschen Spidey. Da ist sie. Spider-Man. Was ist das für eine komische Spinne? Goldspinne. Giftig? Die können beißen, ja. Oh. Aber giftig nicht. Ja. Hä? Klopfen. Also ich glaube, es ist besser, wenn wir gehen, Justus. Ja, dann klopfen wir noch kurz hinter und dann gehen wir. Besser, glaub mir. Ja. Laufen wir so einmal rum und dann gehen wir wieder. Was ist los? Hast du schon wieder Hunger? Ja? Hast du Hunger? Nö. Hast du Geräusch gemacht hast? Ja, hab Hunger. Ja. Wo machst du so Geräusche? Was? Wo machst du so Geräusche? Das ist gruselig weg. Okay. Fledermaus. Batman? Ja. Aber ich finde es nicht so gruselig hier. Ja, aber trotzdem, ich will zum Auto, weil das steht da unten alleine. Weißt du? Okay. Ach, du musst ja wieder weiter. Ja. Gut, kein Problem. Also Leute, das war doch cool, oder? Ja. Komischer Kötter. Da warst du. Ja. Da hast du gestanden. So. Ja, da oben war ich. Siehst du noch? Hast du noch was? Ja, nö. Nur mein Auto, das steht alleine. Ja. Ja, ist ganz okay heute. Ja. Ist gut. Alles gut. 22.16 Uhr. Da war die Händebock schon schlimmer gewesen. Oh ja, definitiv. Die Händebock ist krass. Man darf das trotzdem nicht unterschätzen. Man sollte es nie unterschätzen hier. Und wir treten auf eine Gefahr. Was sagst du, Burg? Die ist auf jeden Fall cool. Und ich finde es cool, dass die halt, dass das in der Nähe von Würzburg ist. Ne? Also, im Landkreis Würzburg. Das ist so die einzigste, wo wir hier im Umkreis haben. Ja, so gescheite. Ja, sonst müssen wir weiter wegfahren, ne? Ja.
die Wertheimer Gegend. Aber was sagt er als Geisterburg oder sowas? Also heute war es okay. Heute war es angenehm. Hast du was gemerkt? Irgendwas gespürt? Geräusche gehört, hast du gesagt? Nur in den einen Keller war es ein bisschen komisch gerade. Ja. Also der große Keller, der erste Keller. Ja. Letztes Mal haben wir einen Geist mitgenommen, weißt du noch? Ja. Von der Henneburg, ne? Ja, an der Tür besessen fast. Ja, mit sowas muss aufpassen. Das ist nicht so spaßend, gell? Man sollte raten euch, sowas nicht zu machen. Kann gefährlich werden. Sachen, die Profis auch, man soll nicht so auf Geisterjagd, auf so Und Leichen. Wichtig ist halt auch wieder, ne, dass man, wenn man merkt, okay, Gefühl abfühlen lassen. Gefühl, und dann, wenn man merkt, es ist ein schlechtes Gefühl, gehen. Ich habe schon gesehen auf TLC sowas, da gehen welche Geisterjäger, die sich jetzt gegen seinen Profis, gehen da so einen richtigen Spukort hin. Und dann sehen sie so ein Wesen, was sie vor denen gibt, und das hat sie richtig verfolgt. Und das, es gibt solche Orte, Stellen, es gibt sogar hier, auf TLC gesehen, dass da so ein Waldstück, da ein Waldstück ist so verflucht, da wächst auch kein Zeug drauf. Die Leute bringen Zeug hin, da wächst nichts, und wenn du da drauf bist, kannst du, wurde eine besessen oder sowas. Die Leute haben schon schlechte Erfahrungen gemacht mit sowas. Ja. Mit Dämonen, Geister, man sollte sich sowas nicht anlegen. Welche können gut sein, welche können auch bösartig werden. Genau. Man sollte sich Lage nie unterschätzen. Sachen, die von TLC die Profis, die Geisterprofis oder diese Dinger da. Mädchen oder sowas, keine Ahnung, was man nennt. Da muss immer aufpassen. Da gibt es so viele Sachen wie schwarzer Hund. Oder bei. Da hast du gemeint mit Krankenhaus irgendwas mit schwarzem Hund, gell? Ja, auch Krankenhaus. So ein Tod. Oder es gibt noch so ein Willensdorf bei Neustadt an der Aisch. Das Willensdorf, da heißt das irgendein Acker, hat einen Bauer, ist ein Geist, ein Bauer, der sucht nachts seine irgendwas mit seinen Steinen oder sowas, Grundstückstein. Ein Bube hat ihn mal gesehen, hat gesagt, was willst du von mir? Keine Ahnung. So eine Legende habe ich gelesen. Und da ist eine Legende von den Black Pearl, schwarzen Mercedes. Das ist der schwarze Ritter. Die Teilmaschine, Fuß wiegst du auf. Die schwarze Black Pearl. Meine Black Pearl. Ja, aber es gibt auch wirklich solche, dass die Leute rumfahren und sehen am Straßenrad eine weiße Frau oder Gestalten. Oder rufen absichtlich so wie Geister. Ja. An bestimmten Stellen, wo Kinder gestorben sind und dann sich unterstützt. Ja, genau. Lieber sowas rufen als sonst was. Man sollte die Lache nie unterschätzen. Sonst kann etwas Schlimmes enden. Ja, das ist wieder gut, dass wir gehen, glaub mir. Ja. Warum? Ja. Oh. Alles gut mit der Kamera? Alles gut. Was mit der Tür auch gut? Gar nichts, da war irgendwas, keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, was da war. Du hast deine Kamera eingeklemmt. Nö. Doch, du hast deinen Monitor an der Tür eingeklemmt. War nix. Alles gut? Alles gut. War so? Da war irgendwas gewesen. Ja, du hast deine Kamera eingeklemmt. So mal schon. Ja. Warte mal, schau mal, ob da irgendwas ist. Kamera okay? Die ist okay. Da ist auch alles okay, oder? Ja. War sicher die Kamera? Ja, du hast sie eingeklemmt. Oder was anderes? Ich denke, was anderes. Nee, du bist mit der Kamera hängen geblieben. Du hast die Tür zugemacht? Aber leicht. Leicht. Ja. Mach du dir mal leicht zu. Egal. Wir standen. Guck, leicht zu. Und die Kamera war noch draußen, das Monitor? Naja, ich würde hier. In der Richtung war schon. Ja. Da, so. Ich mache die Tür mal leicht zu. Boah, die ist so gruselig. Da war irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht, was da war. Irgendwas wollte die Tür nicht zumachen. Kannst du noch warten? Ja, ja. Ja. Irgendwas wollte die Tür nicht zumachen. Hast du? Ja.
was schon kommt. Schlimm ist, wenn der Putz drauf ist, einer zuckt mal. Deswegen mein Film leicht, wenn er noch größer macht. Weil ich es ja jetzt mal richtig gut gemacht hätte. Dann ist der Kopf kein Wasser stört. Und das ist doch gar nichts. Nur das. Ja, das ist ein gutes Haus. Bei mir ist es wieder besichert. So. Die Kamera versichert und ich selbst auch. Der Radweg und die Kamera ist auch besichert. Ja. Hast du nur noch unterschreiben müssen, dass halt die Kamera sogar nicht. Fünf Freunde.